Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Im letzten Part habe ich wieder ein bisschen gemeinsam mit euch online gezockt, oder in den letzten beiden Parts sogar. Und heute soll es weitergehen mit den Amiibo-Herausforderungen von den Mädchen. Und diese werden wir heute auch abschließen können, denn uns fehlt nur noch die letzte Reihe. Und dann sind wir damit schon komplett fertig. Cool, oder? Da freue ich mich schon drauf. Ich weiß nämlich gar nicht genau, was wir als Bonus kriegen. Aber ich glaube, wir kriegen eine Waffe, habt ihr mir schon geschrieben. Aber ich glaube, keine OP-Waffe oder so. Aber ich freue mich trotzdem drauf, weil neue Waffen auf jeden Fall cool sind. Und ich frage mich auch, ob wir hier wirklich gegen DJ Octario kämpfen. Aber ich denke mal. Aber auf jeden Fall wird das sehr interessant, weil der ja relativ lange dauert und auch viel länger dauert als die anderen Bosse. Aber schauen wir einfach mal. Werden wir trotzdem schon einigermaßen schaffen. Schwämme im Kreuzfeuer. Ich wage mich an dieses Spielchen mit dem Konzentrator. Okay. Dann werde ich mich vielleicht diesmal bei den drei Leveln davor ein bisschen mehr beeilen, weil eben der Bosskampf am Ende gegen DJ Octario relativ lange dauern könnte und ich deswegen vielleicht hier zumindest die Level davor etwas schneller dann abschließen will. Können wir mal schauen. Denn ansonsten habe ich es ehrlich gesagt eigentlich sogar meistens immer, so gemacht, bei den anderen Amiibo-Parts, wo wir eben noch nicht hier in der letzten Reihe waren. Da habe ich es oftmals so gemacht, dass ich mit Absichten auch ein bisschen langsamer gespielt habe und jetzt nicht da völlig einfach durchgerannt bin durch die Level, weil das halt ein bisschen doof wäre, wäre sonst der Part zu kurz gewesen wäre, weil ich dann noch mehr anderes Zeug hätte machen müssen. Das war jetzt ein bisschen arg knapp. Aber jetzt hier werden wir wahrscheinlich eh es zeitlich relativ eng haben, weil wir eben am Ende noch gegen den... Kann ich da bitte hoch? Danke. Weil wir am Ende noch gegen den Final Boss kämpfen müssen, gegen DJ Octario eben. Und deswegen könnte es eh ein bisschen länger dauern. Deswegen werde ich mir jetzt hier versuchen, ein bisschen mehr zu beeilen, wenn es geht. Aber schauen wir einfach mal. Das sollte ich schon einigermaßen hinbekommen, denke ich mal. So, hier schön einfach durchrushen und alles andere links liegen lassen. Ist ja auch völlig egal. Denn einsammeln müssen wir ja auch nichts mehr. Ich habe ja schon alles auch geupgradet. Und was ihr mir übrigens auch schon... Ah, das habe ich jetzt vergessen, stimmt. Ja, das werde ich dann bis zum nächsten Mal machen. Was ihr mir auch schon geschrieben habt, ist, dass DJ Octario, das finde ich nämlich auch sehr cool, dass der mit jedem Amiibo jetzt etwas anderes sagt, als eben damals, als wir ihn im Heldenmodus gespielt haben. Und was auch noch der Fall ist, wenn ich jetzt gegen DJ Octario im Heldenmodus nochmal spielen würde, dann würde er auch irgendetwas anderes sagen. Ich habe das jetzt nicht... ich habe den Boss noch nicht zum zweiten Mal besiegt. Ich werde aber hoffentlich dann bis zum nächsten Amiibo-Part mit dem Tintenfisch dran denken und dann nochmal... Oh Gott. Ach du Scheiße, das war jetzt knapp. Und dann nochmal offscreen gegen DJ Octario ein weiteres Mal... Komm ich da hoch? Ja. Ein weiteres Mal kämpfen und dann kann ich euch eben berichten, was denn DJ Octario beim zweiten Mal dann so alles sagt. Zeigen werde ich euch das nicht mehr, weil der Heldenmodus ist ja schon komplett abgeschlossen und ich werde jetzt nicht nochmal rein, nur um euch das noch zu zeigen. Aber ich werde dann drüber reden beim nächsten Mal, wenn wir dann eben mit dem Tintenfisch-Amiibo spielen. Heute weiß ich das jetzt eben noch nicht, was der da beim zweiten Mal sagen wird. Aber wir sehen zumindest, was DJ Octario sagt, wenn ein Konzentrator-Typ vor ihm steht. Weil das sagt er offenbar wirklich auch was anderes. Und zwar jedes einzelne Mal. Ich bin schon gespannt, was er bei dem Tintenfisch dann sagt, wenn wir dann mit Tintentitan durch die Gegend sausen. Oder vielleicht ist ja auch so, dass wir tatsächlich DJ Octario mit begrenzter Tinte besiegen müssen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil man verdammt viel Tinte bei dem braucht. Und weil sie es auch noch nie... Wo ist denn der? Da. Weil sie es bisher auch noch nie so gemacht haben, dass man für... die Bosskämpfe. Kann ich jetzt bitte mal... Kann ich bitte... Ach, fuck, ey. Kann ich bitte... Was zum... Danke. Weil sie es bei den Bosskämpfen bisher noch nie so gemacht haben, dass man das mit, hier mit begrenzter Tinte machen musste, sondern bisher immer mit dem Tintentitan. Und deswegen denke ich einfach mal, dass es auch beim Final Boss gegen DJ Octario nicht anders sein wird. Also vermute ich zumindest mal. Zack, zack. Das Level hat sogar doch einige Zeit gedauert, obwohl ich mich eigentlich versucht habe zu beeilen. Aber das Level war irgendwie gar nicht mal so kurz. Ich habe eigentlich nicht wirklich gefailt. Ich bin kein einziges Mal gestorben, aber trotzdem war das gar nicht mal so kurz, das Level. Also der Part könnte auch ein bisschen länger werden als die anderen, weil die anderen Amiibo-Parts sind ja immer nur so 20 Minuten oder so. Aber der hier könnte ein bisschen länger werden, aber ich störe euch ja wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke mal eher nicht. Ja, und die neuen Waffen, die wir da jetzt eben kriegen, weil ich glaube wirklich, wir kriegen für jeden einzelnen Amiibo neue Waffen, sowohl für das Mädchen, als auch für den Jungen, als auch für den Tintenfisch, die können wir dann eben noch in Zukunft bei den Online-Parts irgendwann mal ausprobieren. Außer natürlich, es sind nur Kopien, also nur Kopien in Anführungszeichen von schon existierenden Waffen mit halt anderen Dingsies, mit anderen, hier, Fähigkeiten, aber selben Werten. Und ich sollte wieder auf mein Gamepad gucken, ja, da ist der Schlüssel auf der linken Seite. Ich bin natürlich genau falsch gelaufen. Ich sollte wirklich öfter auf mein Gamepad gucken bei diesen Dingern hier. Aber da kommt jetzt genau ein Typ in den Weg. Das gibt's noch nicht. Jetzt muss ich hier wieder außen gehen. Ein Glück ist das nicht nervig, ey. So, wie wenn der jetzt umkehrt, ne? Dann raste ich aus. Ne, passt, aber da ist ein Gegner. Ja, genau. Den habe ich gerade eben auch schon auf dem Gamepad gesehen. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte voll aufgeladen. Ja, das ist das Problem, weil ich eben
Oftmals, wenn ich offscreen online spiele, weil ich dann eben, wenn ich im Rangkampf spiele, meinen Cipiator Alpha, glaube ich, nehme, oder nehme ich den Beta? Ich weiß gar nicht genau, welchen ich nehme. Auf jeden Fall den mit Tintenminen und mit Tinferno, weil einer von beiden hat das ja, diese Kombination, glaube ich. Und den nehme ich da eben immer und der lädt sich ja verdammt schnell auf, der lädt sich sehr viel schneller auf als diese Waffe hier. Und deswegen war ich es eigentlich gewohnt, dass wenn ich nur ganz, ganz kurz auflade, dass das Ding dann schon voll aufgeladen ist. War jetzt gerade eben nicht der Fall, deswegen hat es nicht gereicht, um den Octarianer zu killen und deswegen bin ich gestorben. Ja, ärgerlich, aber kann man leider nichts dagegen machen. So, Gott ey. Ja, ich muss echt ziemlich lange aufladen, bis es mal hier wirklich voll aufgeladen ist. Aber dafür ist halt auch die Reichweite, glaube ich, von dem Ding etwas höher als von dem Cipiator Alpha oder Beta. Die ist ja nicht ganz so gut von dem Ding, aber ich mag die Sniper trotzdem sehr gerne, weil ich halt relativ schnell mit dem Teil sein kann, obwohl es eine Sniper ist. Und deswegen habe ich da nichts dagegen. So, wo ist der Schlüsseltypi? Der ist ganz links oben. Oder es ist gar kein Gegner, der ihn bewacht. Der liegt einfach nur rum, glaube ich. Nicht umdrehen. Dankeschön. Das heißt, es kommt kein Gegner in den Weg auf. Wir haben vollkommen freie Fahrt. Das ist sehr, sehr schön. Und her damit. So. Auf demselben Wege wieder zurück, denn auch hier ist kein Gegner im Weg. Ja, aber gleich. Geht der zu mir? Nee, er kehrt um. Wunderbar. Okay. Ja, das war sehr einfach. Da war jetzt gar keiner im Weg gestanden. Ich weiß noch, als wir das im Heldenmodus gespielt haben, diese Stelle hier, da war es, glaube ich, irgendwie so, dass da die ganze Zeit ungefähr einer im Weg war und ich da stundenlang gefühlt nicht zu dem Schlüssel kam, weil immer die Typen gerade so im Weg waren und das war dann immer ziemlich, ziemlich nervig, aber diesmal hat alles wunderbar gepasst. Da ist ein Sniper noch, glaube ich, auf der anderen Seite da gewesen, aber der ist mir relativ egal. Kann der mich nicht mal mit einem Schuss instant killen? Ernsthaft? Aber das sind solche Versager, diese Sniper da. Also die können echt überhaupt nichts. Die sind richtig, 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 richtig schlecht. Ja, ich hab doch den Schlüssel. Achso, ach, ich brauche ja nochmal einen anderen. Verdammt, stimmt. Warte mal, wo ist denn der? Der ist da. Der Typ hat ihn, glaube ich. Weil das wird mir auf dem Gamepad besonders angezeigt, so irgendwie. Aber ich dachte eigentlich... Nein! Oh Gott, was tue ich denn? Ich bin so schlecht. Ich dachte eigentlich, dass den Schlüssel hier in dem Level immer einen Sniper-Typi hat, oder? Achso, nee, nee, jetzt sehe ich es gerade auf dem Gamepad. Nee, es ist ein anderer. Aber irgendein... Aber der Gegner da hinten, der wird mir auch besonders angezeigt. Keine Ahnung. Ach, hier, der liegt ja sogar rum. Oh Mann, ey. Gott, ey, ist so ein Blödsinn. So, komm her. Zack, stirb. Danke. Mann, 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 Mann. Da will ich mich eigentlich beeilen hier bei den Leveln hier und die relativ schnell abschließen. Was tue ich? Ich fail hier in der Gegend rum. Ja, ja. So ist das halt leider, ne? Jetzt kann ich aber die Luftballons da oben auch treffen mit der Sniper. Das habe ich mir ja damals gefragt, wie das gehen soll ohne Sniper. Aber man kann auch einfach eine Bombe hochwerfen, wenn man springt da vorne. Und dann kriegt man hier noch einige Punkte. War jetzt völlig egal, aber ich wollte es trotzdem einfach nochmal kurz machen, weil ich es kann. Okay. Dum, 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 dum. Damit haben wir auch das geschafft. Das zweite Level von den Sniper-Herausforderungen. Dann kommt noch das dritte und dann noch der Final Boss. Ich werde auch beim Final Boss versuchen, mich so arg zu beeilen wie irgend möglich. Ob mir das aber wirklich gelingen wird, bin ich mir nicht ganz sicher. Denn ich glaube, vor allem der Final Boss könnte ziemlich schwierig werden. Weil ich fand den ja auch mit dem Kleckser schon schwierig. Und jetzt muss ich hier mit der Sniper spielen, die ich ja nicht mal upgraden kann. Ich meine, den Kleckser oder halt die Heldenwaffe, wie das Ding ja hieß, im Heldenmodus eben, das konnte ich ja schon upgraden. Halt, ich konnte die Feuerrate erhöhen und meine Granaten sogar auch und auch meinen Tintentank konnte ich erhöhen. War alles ganz super. Das kann ich aber halt jetzt hier mit der Sniper leider nicht. Und das ist so ein bisschen problematisch dann, glaube ich sogar, weil das dann tatsächlich ziemlich schwierig werden könnte. Boah, das sind solche Idioten, ey. Also ich muss... Verdammt, stimmt. Na, scheiße, ey. Ja, ich weiß schon, wo er ist. Der war da oben genau in der Mitte, glaube ich. Jetzt muss ich leider nochmal ein bisschen in einen Umweg gehen, nochmal zurück, aber... Der Pankasius Park ist ja eh nicht wirklich groß, deswegen sollten wir gleich wieder an Ort und Stelle sein. Hier ist auch ein Checkpoint. Das ist, glaube ich, der erste Checkpoint, den ich überhaupt in der Mission aktiviere, oder? Ich glaube, alle anderen habe ich einfach geskippt. Aber ist ja auch völlig egal im Prinzip. So, nach oben. Ja, die Mission geht dafür aber ratzfatz, also die dauert überhaupt gar nicht lange. So. Der braucht, glaube ich, mehrere Schüsse auch mit der Sniper, ne? Mit einem einzigen Sniper-Schuss kann ich den tatsächlich nicht killen. Mit einem Rollerschuss aber schon, mit einem kompletten, wenn ich den wirklich super treffe damit. Was ich immer noch ein bisschen komisch finde, weil eigentlich finde ich, dass die Sniper sogar stärker sein sollte als der Roller, aber nee, offenbar nicht. Und ich stand jetzt eigentlich am Ende noch voll in der Soße von den Gegnern, aber ich war zum Glück unverwundbar, weil ich den Gegner schon gekillt hatte, also diesen Typen da, und deswegen konnte ich zum Glück überleben. Puh. So, Final Boss mit Sniper. Ja, also ich glaube wirklich, das wird schwierig jetzt. Ich glaube auch mit dem Roller wird es sehr, sehr schwierig, das zu schaffen. Mit dem Tintentitan nicht, weil da habe ich halt einen Kleckser und einen Tintentitan zusätzlich. Also das sollte relativ einfach werden. Und auch die Zeitvorgaben sind ja nie schwierig. Aber mit Sniper und Roller könnte es relativ problematisch werden. In den Fängen der Octotyrannei
Und wir kriegen eine neue Waffe. Ja, ich kann es nicht genau erkennen, was es ist, aber es sieht aus wie eine Sniper eigentlich. Ja gut, macht natürlich auch Sinn. Ich habe ja echt keine Ahnung, was wir dann bei dem Jungen bekommen werden. Bestimmt einen Kleckser. Mhm, ganz genau. Und bei dem Tintenfisch kriegen wir halt wahrscheinlich einen Kleckser und bei dem Jungen halt einen Roller, ne? Okay. DJ Octavio ist entwischt, während ich kurz was essen war. Was? Hat sich Opa wieder entführen lassen? Sollen wir dann mal? Ah, okay, das ist ja cool. Stimmt, wir haben ihn ja schon eingefangen eigentlich und er war jetzt beim Fressen und währenddessen ist er ausgebrochen. Ah, sehr schön. Okay, also ich werde jetzt auch nicht überspringen, sondern alles wieder vorlesen, weil eben jedes Mal was anderes gesagt wird und das offenbar auch ziemlich witzig ist. Haben wir ja gerade eben schon gehört. Und deswegen will ich euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Hallo und willkommen zurück, DJ Octavio. Ah, der ist so witzig. Ich werde niemals aufgeben. Ach ja, okay. Reicht denn ein Sniper-Schuss, ein voll aufgeladener, um die Hand zurückzuschießen? Ja, es muss ja eigentlich, anders geht's ja gar nicht. Ich kann das ja anders nicht hinkriegen. Wow. Ja, das ist natürlich immer gut, wenn ich einfach mal von der Stage laufe. Das war jetzt natürlich Skill vom Feinsten. Reicht denn auch ein unaufgeladener Schuss? Ich glaube nicht. Das könnte tatsächlich problematisch werden, weil ich eben voll aufladen muss und nur dann die Hand zurückschleudern kann. Ja, okay, ein voll aufgeladener reicht schon mal. Ich probiere jetzt dann gleich mal einen nicht voll aufgeladenen, weil ich glaube nämlich wirklich, dass der nicht ausreicht. Und das wäre ziemlich böse, weil dann muss ich halt immer... Ja, jetzt habe ich aber... Ja gut, wenn ich schon die Chance habe, dann lade ich es auch voll auf, weil jetzt gerade eben habe ich wirklich lange aufladen dürfen und dann mache ich das auch. Soll nicht wieder einfach irgendwie runterfallen, ne? Aber jetzt dann gleich werde ich dran denken und nicht voll aufladen. Warte kurz. Okay. Zack. Das reicht auch. Okay, das ist sehr gut. Ich muss nicht komplett aufladen und kann trotzdem seine Hände schon zurücksteuern. Das ist sehr, sehr nett. Denn wenn das nicht so wäre, dann wäre es ultra schwierig mit der Sniper. Aber nee, so ist es eigentlich ganz okay. Ja, doch, das ist ganz gut. Vielleicht ist es am Ende bei der Rakete so, die wir jetzt gleich zurückschießen müssen, dass wir da die Sniper voll aufladen müssen. Das wäre aber okay, weil die ja ein bisschen langsamer fliegt als die Hände. Ja, nicht nur ein bisschen, sehr viel langsamer. Also auch am Ende noch, selbst wo sie dann sehr viel schneller wird am Ende. Selbst da hat man noch genügend Zeit zum Aufladen. Aber ja gut, ich muss natürlich aufpassen, weil während ich voll aufgeladen bin, kann ich mich natürlich nur ganz, ganz lahm bewegen. Also da muss ich schon aufpassen, auf jeden Fall. Bam. Ups. Tja, erstes Leben schon mal abgezogen, du Idiot. Impertinenter Inkling. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, oder? Oder auch sowas ähnliches auf jeden Fall. Also Opa, du lässt dich doch etwa absichtlich entführen. Etwa nicht absichtlich entführen. Tut mir leid, dass ich dich mit ihm herumschlagen... Dass du dich mit ihm herumschlagen musst, Nummer 3. Ja, kann man leider nichts machen. Aber ich sollte erstmal hier gegen ihn kämpfen. Er war jetzt dumm. Zack. Erstmal noch nicht so weit nach vorne stürmen. Das habe ich auch schon gelernt mittlerweile, wo ich mir dann auch den Kampf nochmal selber angeguckt habe, dass ich nicht zu nah an ihn rangehen sollte, weil mir das oftmals Probleme gemacht hat, dass ich dann irgendwie halt ganz nah an ihm dran war und dann nicht mehr wirklich wusste, was ich tun soll, weil wenn ich halt nach vorne gegangen wäre, dann wäre ich von seinem Schutzschild zurückgeschleudert worden, ich bleibe jetzt mal hier stehen, und weiter zurück ging es auch nicht, weil da dann eben der Tod war und weil ich dann runtergefallen wäre oder so, also immer schön weit wegbleiben von ihm, weil seine Hände fliegen ja auch ganz, ganz weit zu mir und deswegen gibt es gar keinen Grund überhaupt zu ihm vordringen zu wollen, einfach schön auf Entfernung kämpfen, vor allem mit der Sniper, da geht es ja noch besser und dann kann man da eigentlich gar nichts falsch machen. Mit dem Roller wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil ich eben mit dem Roller teilweise halt nah an ihn rangehen muss, weil ich halt anders seine Hände gar nicht wirklich gut treffen kann. Also das wird dann ein bisschen trickierer mit dem Roller, aber schauen wir mal, soweit ist es ja noch nicht. Das sehen wir dann am Freitag, wenn es soweit sein wird. Und am Mittwoch mit dem Dingens ist, mit dem Tintenfisch, mit dem Titan, sollte es eigentlich relativ einfach werden, denn wie gesagt, die Zeitläufe waren bisher immer total geschenkt, man hatte mega viel Zeit noch übrig und ich denke mal, dass es hier bei DJ Octavio nicht anders sein wird und mit dem Tintentitan kann ich mich einfach unbesiegbar machen, wenn Gefahr drohen sollte und ansonsten habe ich einen Kleckser, also das wird ziemlich einfach werden, denke ich mal. Aber Sniper und Roller wird schon, oh Gott, wird schon schwierig werden. Ja, das ist gar nicht so einfach, die immer zurückzusteuern. Ich will jetzt mal kurz was ausprobieren, ob ich das hier voll aufladen muss oder nicht. Ah, auch nicht, okay. Reicht denn auch schon ein ganz, ganz Minischuss? Ja, nee, das ist nicht, okay. Von den ganz, ganz Minischüssen, wenn ich überhaupt gar nicht auflade, brauche ich so 2, 3 oder so, habe ich gerade gesehen, glaube ich. Aber wenn ich so halb auflade, dann reicht es auch schon locker aus. Okay, das ist sehr, sehr freundlich. Also wenn sie das wirklich so gemacht hätten, dass man wirklich voll aufladen muss, dann wäre es sehr, 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 sehr schwierig gewesen, muss ich sagen. Dann wäre es richtig schwierig gewesen sogar. Aber so geht es eigentlich sogar einigermaßen. Ist zwar jetzt auch nicht mega einfach, aber... Na, komm schon. Oh Gott. Eieieiei. Aber das ist auf jeden Fall ganz gut machbar. Und das war jetzt gerade so ein bisschen eng, weil ich eigentlich schon seine Faust total in der Fresse hatte. Aber ich habe es noch zum Glück irgendwie überleben können. Ja, hör auf zu spawnen, Typ. Okay.
Das habe ich gerade eben jetzt auch sogar zum ersten Mal tatsächlich herausgefunden. Das habe ich davor gar nicht bemerkt, wo ich ihn zum ersten Mal bekämpft habe. Dass ich diese Bälle, wo die Gegner rauskommen, na shit ey, dass ich die sogar schon in der Luft zerstören kann und dann seine Gegner gar keine Chance haben überhaupt, ach komm jetzt, überhaupt rauszukommen. Und ich die da halt schon töten kann und dann eben davon abhalten kann, dass sie überhaupt kommen und mich nerven wollen. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ach du Scheiße, ganz nützlich. Ja, jetzt habe ich aber ein bisschen Probleme. Hier ist gerade ein bisschen, scheiße, ein bisschen viel los. Ja, ich muss mich aber auf die Hände konzentrieren. Ich lasse jetzt mal den anderen Typen da in Ruhe und gehe einfach nach vorne hier. Ja, oder ich töte ihn jetzt schnell. Stirb. Mann, ich lade doch, oh Gott, ey. Das nervt mich echt, dass es so lange dauert zum Aufladen. Also ich glaube, weil ich jetzt echt schon relativ viel mit der Sepiator eben gespielt habe, dass ich das gar nicht mehr, ja, dass ich damit gar nicht mehr klarkomme, wenn ich so lange aufladen muss. Was echt ein bisschen schade ist, weil ich halt noch mehr, oh Gott, ist das riskant, was ich, ja, ich gehe weg hier. Weil ich halt noch mehr Sniper, nein, ich bin so schlecht. Oh Gott, ey, war das scheiße. Weil ich halt noch mehr Sniper immer ausprobieren will. Und es aber halt auch viele gibt, die relativ lange zum Aufladen brauchen. Und mir das dann eben wahrscheinlich nicht ganz so gut gefällt, weil ich halt mit der Sepiator es so gewohnt bin, dass ich einfach total schnell aufladen kann und dann einen Gegner instant killen kann, wenn ich ihn treffe. Das ist halt schon cool eigentlich. Und wenn es dann halt nicht mehr geht, das könnte ein bisschen blöd werden, weil ich dann damit eben nicht zurechtkomme, aber was soll es? Ich bin, was zum Teufel? Habe ich den Sprung jetzt echt nicht geschafft? Okay, ich sollte ein bisschen mehr jetzt auf Abstand bleiben. Gerade eben sage ich es noch, dass ich auf Abstand bleiben sollte. Und was mache ich? Ich gehe so nah an ihn ran wie irgend möglich. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Hey, was zum Teufel? Also ich will auf jeden Fall nicht sterben hier bei ihm, ganz klar. Ich nehme mal wieder die Dingens, das ist die Tenzuka. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn ich hier ein Kugelschild bekommen würde. Das ist sehr viel nützlicher, finde ich, als ein Tenzuka. Ich war jetzt mal kurz hier, bis seine Arme gleich angeflogen kommen. Oder seine Hände wohl eher. So, zack. Und zack, dankeschön. Wunderbar. So, jetzt rübergehen zu ihm und nicht auf den Schwämmen kämpfen. Das habe ich nämlich gerade eben gemacht, weil ich einfach komplett behindert bin. Das sollte man auf gar keinen Fall tun, auf den Schwämmen da zu kämpfen, weil da ist man quasi schon sofort tot. Weil wenn da halt einmal was explodiert von dem, dann gehen die kaputt und man fällt runter und das war's dann. Also da auf jeden Fall gut aufpassen. So, zack. Und zack. Okay, wunderbar. Jetzt kann ich näher ran. Weil jetzt kann ich da auch locker stehen, ohne dass er allzu sehr im Weg ist. Und jetzt kommt auch schon die Rakete. Ich weiß nicht, wann ich hier die Tenzuka benutzen soll. Die hat irgendwie wenig Sinn, finde ich. Ich benutze die Tenzuka jetzt, weil jetzt hier auch ein paar Gegner rumstanden. Aber ich finde, die hat hier gar nicht so viel Sinn. Ja, jetzt habe ich es verpasst, Alter. Die hat ja gar nicht so viel Sinn, finde ich, weil ich vor allem mit der Sniper die Rakete eh schon mit einem Schuss zurückschießen kann. Da brauche ich die Tenzuka gar nicht im Prinzip. Aber naja, was soll's. Wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul-Shop und nicht ins Maul bahnen. Und, ja, boah, wie immer die Gegner spawnen, oh Gott, spawnen lässt, habt ihr das gerade gesehen, das war jetzt auch ein bisschen eng. Ja, ich muss echt gut aufpassen, weil, wie gesagt, sterben will ich hier nicht. Für wen hältst du dich? Ich habe jetzt gerade eben nicht alles vorgelesen, aber ihr könnt ja auch selber lesen, wenn ihr wollt. Aber also so spektakulär ist jetzt der Text von ihm auch wieder nicht, aber ist auch nicht schlimm, denn wird langsam Zeit, sich für die Arbeit morgen vorzubereiten. So, jetzt hier, ja, ich sollte nicht so weit zu ihm gehen, richtig. So, und bam, sehr schön. So, hier rüber. Kurz springen. Hui. Das ist ziemlich fies, dass sie hier nochmal so eine... Oh Gott, ey. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass sie da nochmal so eine Lücke einbauen bei diesem unsichtbaren Weg. Weil man denkt halt, wenn man da kurz mal was abschießt, okay, da ist ein unsichtbarer Weg, da kann ich einfach drüber laufen. Aber nee, da... Oh Gott, ey. Aber nee, da ist eben noch ein Sprung, den man machen muss. Und damit rechnet man vielleicht nicht sofort. Und das finde ich relativ böse sogar. So, komm her. Und bam. Und bam. Nice. So, dann hier rüber. Da muss ich auch wieder einen Sprung machen, oder? Ja, nee, ich muss hier so hoch. Zack. Okay. Und, na Gott, hör auf mit deinen... Nein, hör auf mit deinen scheiß Gegnern. Das nervt mich, die Octobälle. Ja, die sind zwar Versager, aber die können auch trotzdem ziemlich nerven. So, dann greif mal bitte wieder an, mein lieber DJ Octario. Dankeschön. Und zack. Und zack. Okay, nice. Jetzt dann gleich können sogar schon die... Schaffe ich den Sprung? Ja. Aber relativ knapp sogar. Ich glaube, einmal noch seine beiden Hände zurücksteuern, dann müssten schon die Raketen kommen, oder die Rakete, wohl eher. Und die dann nochmal treffen, und ich glaube, dann ist er noch nicht ganz tot, aber dann... Was tue ich denn? Und dann ist sein vorletztes Leben aber schon weg, weil bei seinem letzten Leben ändert sich ja dann nochmal die Musik, und die Nummer 1 und Nummer 2 helfen uns nochmal. Und dann war es dann auf jeden Fall auch schon. So, kommt jetzt schon die Rakete? Ja, kommt sie. Aus dir mache ich einen Stempel. Ja, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Also offenbar ist es so, dass der Text hier während dem Kampf selber derselbe ist, aber halt der Text sich vor und nach dem Kampf vielleicht ändert. Also vor auf jeden Fall... Ach, shit, ey. Vor dem Kampf auf jeden Fall, das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Und offenbar auch nach dem Kampf. Das werden wir jetzt dann gleich noch herausfinden. So, Nummer 1. Und
Nummer 2 und schnell reagieren jetzt. Oh Gott. Und Nummer 3. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Huiuiuiui. Das war jetzt minimal knapp, aber auch nur minimal. Heieieiei. So. Ich gebe alles. Hallo Nummer 3, kannst du mich hören? Funksignal überlagert. Ich habe schon gewartet. Yay, wieder am Abdancen. Hier kommt was auf die Ohren. Hier kommen die Sea Sirens. Oh, pardon, Nummer 3. Müssen wir den Labskaus... Was? Müssen wir den Labskaus verbieten, Opa? Sobald ich Zeit habe, rufe ich dich an, Opa. Ja, übrigens, das habe ich ja auch schon beim eigentlichen Heldenmodus vermutet. Und ich habe es noch in die Kommentare geschrieben. Es ist wirklich so. Nummer 1... Was tue ich eigentlich? Nummer 1 und Nummer 2 sind wirklich die Sea Sirens. Also sprich, die beiden Nachrichtenschwestern, die uns immer die Nachrichten und Updates durchgeben und die eben auch hier immer den Gesang machen. Also auch den Gesang, den wir jetzt gerade hören, dieser Song stammt von den beiden. Das wurde irgendwie hier in dem Spiel nicht ganz so klar gemacht, finde ich, dass es wirklich die beiden sind. Aber offenbar wurde das im Englischen da klarer gemacht, dass es wirklich die Sea Sirens auch wirklich sind. Aber jetzt gerade eben habe ich es ja auch nochmal gehört. Also auch bei den Amiibo-Challenges merkt man das nochmal, Entschuldigung, merkt man das nochmal ein bisschen deutlicher, dass es wirklich die beiden sind. Aber war ja auch schon irgendwie zu erwarten. Es war eigentlich auch schon währenddessen zu erwarten, weil ich meine, welche Charaktere kennt man hier überhaupt aus Splatoon, hier aus dem Heldenmodus? Man, also wir selber halt Nummer 3, dann den Kuttelfisch und ja, ansonsten gibt es ja hier keine wirklichen Charaktere, die jetzt wichtig genug wären, als dass sie als Nummer 1 und Nummer 2 hier im Heldenmodus vorkommen könnten und deswegen war es eigentlich schon zu erwarten, dass es dann die beiden Nachrichtenschwestern / Sängerinnen eben sind. Konnte man sich eigentlich schon so herleiten. Okay. Und die Musik hier ist auch echt so cool, finde ich, bei der letzten Phase. Oh Gott. So, ich glaube noch einmal seine beiden Hände zurückschleudern und dann müsste schon die letzte Raketensalve von ihm kommen und dann können wir ihn auch wirklich endgültig zum zweiten Mal töten. Wir werden also DJ Octario hier in dem Let's Play 4-mal insgesamt umbringen. Oder zumindest einschließen. Wir tun ihn dann nicht wirklich umbringen, aber halt zumindest einschließen. Aber auf jeden Fall trotzdem eine große Demütigung für ihn, dass wir das tun. Wenn er es zumindest schafft, uns einmal insgesamt zu killen, also dass wir halt einmal komplett Game Over gehen bei ihm, bei einem der Amiibo-Challenges, die noch kommen werden, dann wäre es gar nicht so schlecht für ihn. Dann wäre ganz okay. Aber ansonsten wäre das eine ziemliche Blamage für dich, mein Lieber. Jetzt habe ich auch ein Kugelschild übrigens, sehe ich gerade. Den kann ich gleich benutzen, wenn ich die Rakete zurückfeuere, weil da währenddessen auch wieder ziemlich viel geflogen kommen wird, denke ich mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ja, ich mach's auch gleich. Ja, zack, und jetzt Kugelschild. So. Lasst mich alle in Ruhe. Bam. Und aufladen. Oh Gott, warum fliegt die so lang? Was zum Teufel? Hilfe! Warum ist denn. Das habe ich jetzt gar nicht. Hä, was zum Teufel? Die ist zu ihm ganz, 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 ganz lahm zurückgeflogen, aber dann zu uns kam sie wieder ultra schnell, weil das damals auch schon so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war jetzt blöd. Verdammt nochmal. Vor allem sein Heulbullenstrahl ist halt ultra nervig einfach nur. Weil ich hier kaum Platz habe, wenn ich dann immer zu diesen seitlichen Plattformen da ausweichen muss, weil ich ansonsten... Scheiße, getötet werden würde. Mann, das ist voll schwierig, ich habe hier überhaupt keinen Platz. Das Problem ist halt, dass ich mit im Heldenmodus, im eigentlichen mit dem Kleckser, halt den wunderbar immer treffen konnte, weil ich halt währenddessen auch, während ich geschossen habe, noch schön ausweichen konnte und nicht so angreifbar war. Aber während ich halt mit der Sniper gerade auflade oder aufgeladen habe, bin ich sowas von lahm, dass ich einfach komplett angreifbar bin für jede... einzelne Attacke. Ich hab doch ich hab doch noch geschossen. Das gibt, boah, das gibt's nicht. Ich krieg das nicht hin, den jetzt zu töten. Ich krieg's nicht hin. Das kann nicht wahr sein, ey. Mann, Mann, Mann. Es fliegt einfach viel zu viel in der Gegend rum. So, jetzt will ich es aber bitte, bitte schaffen. So, nochmal ein. Nein, hör auf. Oh Gott, was tue ich denn? Stirb. Okay, hier ausweichen, aufladen und herkommen. Stirb jetzt endlich. Danke. Uiuiuiuiuiuiui. Wow. Was zum Teufel? War das damals auch schon so? Dass der hierher geflogen ist und ich ihn töten musste? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach Gott, wie mich das immer aufregt. Jetzt muss ich wieder... Oh Gott, ey. Oh nein, nein. Schon wieder besiegt. Wie bedauerlich. Ja, das hat er, glaube ich, damals auch schon gesagt. Oder? Oder sowas ähnliches auf jeden Fall. Okay. Tja, DJ Octario, du bist halt einfach ein kompletter Volllappen. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich ist er ja cool. Und übrigens, die Explosion hier, die sieht so episch aus. Sehr schön. Eigentlich ist er schon ein sehr, sehr cooler Final Boss, aber trotzdem irgendwie gegen uns oder im Vergleich zu uns wirkt er wie ein Vollversager, weil wir einfach viel zu cool für ihn sind. Sehr schön. Das also auch geschafft. Es kommt keine Endsequenz mehr oder so offenbar. Wir kriegen einfach unsere Belohnung und zwar eine Waffe.
Bauplan erhalten, gib ihn im Waffenladen ab. Okay, das werden wir tun. Und wir sind fertig. Gibt's noch irgendwas? Nee, sie sagt nichts mehr. Okay. Dann sind wir damit fertig. Und wir können uns noch ganz, ganz kurz die neue Waffe ansehen, die wir jetzt da eben erhalten haben. Oder? Soll ich das noch machen? Hm, ja, doch. Ja, doch. Komm, machen wir noch schnell. Was soll's. So, Arti, dann zeig mal her. Oder erstmal wir zeigen dir etwas. Nämlich erstmal zeigen wir dir die Baupläne und dann bau mal schön. Sind das etwa die lang verlorenen Pläne meines Großpapas? Bla, 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 bla. Gut, dann zeig mal her. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist, ja gut, eine Sniper halt. Aber welche genau, weiß ich nicht. Wir schauen mal. Und zwar, du weißt, dass ich... Ja, ja. Da hätte ich den die Heldenkonzentrator-Replik. Ah, okay. Es ist mir überaus peinlich, aber ich muss gestehen, hier habe ich auch nicht durchgeblickt. Dafür konnte ich das Design exakt kopieren. Dass es nur ein Klecks-Konzentrator ist, bleibt bitte unter uns. Ach so. Ach, echt? Okay. Yep, haben genau die gleichen Werte. Aber der hier hat Klecks-Bomben und Bombenhagel. Okay. Ja, das ist sogar ein bisschen schade. Ich hätte mich gefreut, wenn das eine ganz andere Waffe gewesen wäre, aber das wäre auch wieder irgendwie doof gewesen, weil dann hätte man quasi Pay-to-Win machen müssen, also sich die Amiibos kaufen müssen, um gut zu sein. Also, ja, wie soll ich sagen, ich hätte es halt gut gefunden, wenn es halt schon andere Waffen wären, aber halt keine OP-Waffen, sondern halt ganz normale eben. Aber ist jetzt nicht schlimm. Auf jeden Fall trotzdem eine schöne Belohnung, die man hier bekommt. Denn wenn man eben mit dem Klecks-Konzentrator gerne spielt, aber einem halt dieses Set hier oder das andere nicht zusagt, wenn man gerne die Klecks-Bomben hat, dann ist das hier auf jeden Fall eine Waffe, die man sich gerne zulegen kann, wenn man denn das Inkling-Mädchen als Amiibo besitzt. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Splatoon. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich morgen wieder einschalten, wenn alles hier ein bisschen anders aussehen wird. Denn ich glaube, dann ist hier auch Nacht hier in den Kopolis. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß noch nicht genau, wie das Splatfest jetzt funktionieren wird, nur so ungefähr. Das werden wir dann eben morgen alles sehen, wenn ich das dann zocken werde und euch dann zeigen werde, wie das so ablaufen wird. Ich habe mich eben hier für Rock entschieden. Wir können uns noch ganz kurz die Info, oder? Ja, nee, die Infos lesen wir uns dann. Dann vielleicht morgen durch, würde ich sagen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.